Hallo, hier ist Ritter van Bier und willkommen zu diesem weihnachtlichen Video. Es ist mal wieder soweit. Dunkle Tage, beleuchtete Fenster, irgendwas mit drei Haselnüssen und irgend so ein Kerl im roten Mantel, der mit Sack und Rute durch den Wald spaziert. Allerdings sind es nicht nur Lichter und Geschenke, die dieses Fest so besonders machen. Es ist auch das Zusammensein, die Freude und natürlich die fetten Weihnachtsnaschereien, die schon im Spätsommer in den Regalen erscheinen. Seien es Spekulatius, Dominosteine, Pfeffernüsse oder Plätzchen, früher oder später findet sich eine dieser Süßigkeiten wohl in jedem Haushalt wieder. Ganz vorne natürlich ebenso die Lebkuchen. Sie gelten als eine der beliebtesten Weihnachtsnaschereien in jeder Form und Größe. Aber warum denn eigentlich Lebkuchen? Und warum heißen die denn so? Und wo kommen die denn überhaupt her? Diese Fragen werde ich in diesem Video beantworten, denn es geht um die Geschichte der Lebkuchen. Obwohl diese kleinen süßen Gebäcke schon im 13. Jahrhundert in Europa große Bekanntheit erlangten, reicht ihr Ursprung doch noch weiter zurück. Ungefähr bis zum Jahre 350 vor Christi Geburt. Damals war es aber alles andere als eine einfache Süßigkeit, denn die Urformen der Lebkuchen waren nicht zum Essen gedacht, zumindest nicht vorerst. Der Name der Lebkuchen leitet sich vermutlich vom lateinischen Wort libum ab, was so viel wie Opferkuchen oder einfach Fladen bedeutet. Die genaue Herkunft ist noch nicht ganz bekannt. Tatsächlich wurden die kleinen süßen Gebäcke wohl zuerst als Grabbeigabe für die Toten und als Opfer für die Götter genutzt. Verbreitet waren sie vor allem in alten Ägypten, aber auch bei den Römern, Germanen und Griechen war das süße Gebäck eine beliebte Opfergabe, da man damals den süßen, goldenen Honig als eine Art Gabe der Götter ansah, welche angeblich heilende Kräfte und Schutz vor dem Bösen in sich trug. Nun kann man diese damaligen kleinen Teigfladen nur schwer mit den Lebkuchen vergleichen, welche wir heute kennen. Obwohl die Zutaten teilweise gleich blieben, was soll man auch bei einem Gebäck, was größtenteils aus Honig besteht, schon groß verändern können, wurden die Lebkuchen erst in Europa zu, naja, Lebkuchen. Oder Pfefferkuchen. In Belgien sollen vor allem Mönche ihre Hand im Spiel gehabt haben. In Klöstern wurde das kleine Gebäck gerne gegessen. Hier war es allerdings schon mit etlichen Gewürzen, wie Kardamom, Muskat, Ingwer, Zimt, Anis, Koriander, Nelken und schwarzem Pfeffer versehen. All diese Gewürze waren natürlich damals noch etwas schwerer zu beschaffen und sie trugen alle zum heutigen eingebrannten Wort Pfefferkuchen bei. Denn es ist nicht allein der schwarze Pfeffer, der den Honigkuchen seinen Namen gab. Denn damals sollen sämtliche Gewürze einfach mal unter dem Sammelbegriff Pfeffer aufgeführt worden sein. Mit der Zeit wurden die kleinen Dauergebäcke in vielen verschiedenen Regionen immer beliebter und somit wuchs auch das Sortiment an. Denn Pfefferkuchen ist nicht gleich Pfefferkuchen. Sie haben zwar alle die gleiche Basis, aber unterscheiden sich in ihren Formen und Herstellungen. Manche haben eingebackene Früchte, andere haben diese kleinen hässlichen Oblaten drunter, dann gibt's welche mit Marmelade innen drinne und Schokolade außenrum und natürlich die mit einer dicken Schoko- oder Zuckerglasur. Das war mal alles von Region zu Region unterschiedlich. Aber leider, oder zum Glück, können wir uns heute all diese verschiedenen Variationen einfach so besorgen. Und natürlich ist die bei uns in Deutschland bekannteste Form immer noch die Nürnberger Lebkuchen. Welche im Übrigen wohl erst gegen Ende 1300 in Nürnberg angefertigt wurden, aber erst im Jahre 1643 endlich mal eine eigene Zunft anerkannt bekamen. Und die wäre dann beinahe im 30-jährigen Krieg verloren gegangen, da aufgrund des Mangels bestimmter Rohstoffe vier Läden schließen mussten. Das gleiche wäre im Ersten Weltkrieg beinahe nochmal passiert, da wurden Lebkuchen sogar als unnützer Luxus betitelt. Wir können also froh sein, dass uns diese alte Backtradition noch erhalten blieb und das hoffentlich auch noch in 100 Jahren so sein wird. Denn was ist schon Weihnachten ohne diese kleinen süßen Fladen? Klar zählt immer noch das Zusammensein, die Dankbarkeit und die Freude, aber komm, ich mag auf meine Boxlebkuchen trotzdem nicht verzichten. Und somit wünsche ich euch allen ein frohes Fest und natürlich einen schönen Start ins neue Jahr. Schauen wir mal, wie 2024 uns alle so niederknüppelt, ne? Und in diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und sage Tüdelü.